Wir müssen darüber. Oh Gott, das ist nicht gut. Auch in allerletzter Sekunde. Wir müssen darüber. Ich habe gerade voll die Orientierung verloren, wo der Raum ist, wo wir müssen. Weg von hier, weg da. Weiter, Jody, du schaffst es. Wie weit hoch denn noch? Kletter, Mädel, kletter, du kannst es schaffen. X. Nein, nein, nein. Oh Gott. Mach sie in Frieden. Komm schon, Jody, komm schon. Du bist gleich da, du schaffst es. Da vorne ist der Raum. Da vorne ist der Raum. Funktioniert es? Was eine kranke Forschungsanlage hier. Aiden? Aiden, bist du da? Jody, ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein.
Okay. Jetzt das Kapitel Obdachlos, direkt nach Gejagt. Und ja, dieser Nathan ist einer der wenigen, die oder denen Jody sehr, sehr wichtig ist. Anscheinend. Wer weiß, was da noch kommt. Also man kann ja jetzt alles aufstellen an Vermutungen. Glaube ich, die absolute Hölle sein, bei so einem Wetter kein Dach über dem Kopf zu haben. Aber sie hat wohl keine andere Wahl, sie ist ja auf der Flucht. Wie das dazu gekommen ist, das werden wir wohl noch herausfinden. Finde ich eine sehr, sehr gute Erzählweise eigentlich, dass es immer wieder hin und her springt. Es ist zwar ein bisschen verwirrend, aber so langsam setzt man immer wieder ein Puzzlestück rein und es klärt sich immer mehr auf. Warum ist es so weit gekommen? Wie ist das passiert? Warum ist das passiert? Etc. etc. Cool wäre es denn auch, wenn man nach dem Durchspielen die Möglichkeit hätte, das wirklich der Reihe nachzuzocken nochmal. Wie das Erlebnis dann wäre. Wie so ein wirklich ein Film, ne? Es ist jetzt schon wie ein Film, aber ihr wisst schon, wie so ein gerader Film halt. Und nicht wie so ein Springer hin und her. Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Was ist Aiden da? Ach du... Seht ihr das? Wieso schwirren denn um sie die Monster umher? Kein Wunder, warum die so fertig ist. Weg von ihr. Komm, da hinten liegt jemand. Weg von ihr! Kollege, jetzt mach doch mal was. Ja, da liegt jemand. Die graben sich schon wieder an, ja. Nein!
Komm schon. Trink. Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist Ehrensache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehe. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern? Durchgeknallter Freund? Sowas? Ich glaube, ich bin auf der Flucht vor mir. Sind wir das nicht alle? Sind wir das nicht alle, Kleine? Das Problem ist nur, du kommst nie weit genug, um zu vergessen, wer du warst. Kannst du irgendwo hin? Familie, Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden, aber ich will ihn nicht sehen, jedenfalls nicht so. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gern alles teilen. Danke. Sehr freundlich von dem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man ist irgendwie, ich zumindest, bin immer erstmal skeptisch. So freundlich, nicht, dass es irgendwie so einen schlechten Nachgeschmack haben wird, was ich nicht hoffe, natürlich. Ich sperre mich mal jetzt hier an jedem Feuer. Du bist zurück von den Toten? Halleluja! Preise den Herrn! Willkommen in unserem magischen Königreich, my lady! Dankeschön. Ja. Jeder versucht natürlich mit so einer Situation anders klarzukommen.